Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Sie sehen hier, wir haben gestern Mittag ein Hedge platziert. Wir versuchen heute diesen Hedge aufzulösen und zwar in Form der Vola-Box. Jetzt gehen wir einmal ganz einfach rein. Wir gehen hier 21, 21 ist meine Magic Number, das ist oben rechts. Und jetzt wechsle ich einfach die Vola-Box, Experten entfernen, zack, hol jetzt die Swiss-Box rein, gehe auf 21, 21, muss nochmal auf Abbrechen machen, warum? Ich muss den anderen erstmal rausnehmen, sonst sagt der doppelt gemoppelt, also hier auch, Experten entfernen, ich nehme jetzt den Hedge erstmal raus. Also entfernen, jetzt ist er weg und jetzt holen wir ihn auf das Template von der Vola-Box und jetzt gehen wir auf Swissbox 21, 21 war die Magic Number 2121, drück auf OK. Und jetzt sollte gleich, wenn alles nach Plan läuft, unsere Box dort erscheinen. Wir haben jetzt gewechselt das Template. Wir haben die Box jetzt rübergeholt auf die Vola-Box, weil wir den Hedge auflösen wollen und mit der Magic Number. Und auf der anderen Seite platzieren wir jetzt gleich die neue Box. Stellen hier das Risiko ein. So, dann sind wir hier vorbereitet und ja, wir blicken einmal wie immer auf die Vola-Boxen gestern. Eine 20er, eine 15er ist sauber in den Gewinn gelaufen. Eine 38er treten wir nicht, eine 13,5er hier im zweiten Ansatz in den Gewinn gelaufen, 46er treten wir auch nicht. Und dann gab es gestern nochmal eine 19er Box, auch die ist sauber in den Gewinn gelaufen. Bei den Vola-Boxen auch jetzt hier für alle die Vola-Boxen, wo kommt sie rein für die Hedge-Auflösung? 14.554 zu 14.539. Das heißt, wir sind ein Tickchen tiefer. Und zwar müssen wir unter dem Daily Pivot kommen. Heute ist Donnerstag und heute möchte ich gerne aus diesem Trade auch raus, weil ich am Freitag ungern trade. Aber wenn es nicht sein sollte, dann werden wir auch morgen nochmal den Versuch starten. Okay, fangen wir an heute bei Bitcoin. Bitcoin gibt es heute Abend ein Short Setup. Wenn die Kerze so bleibt, ja, bei 52,90, dann würde man hier ein Short-Setup reinbekommen in diesen Markt. Das heißt, wir starten heute mit Bitcoin, gehen auf Gold. Gold ist nach wie vor ruhig. Öl habe ich eben schon erwähnt. Suezkanal steckt ein großer Tanker fest und daraufhin haben wir jetzt Stau da an den Suezkanal. Über 100 Boote warten dort. Das hat den Ölpreis gestern komplett in die andere Richtung gedreht. So, Technologiebörse Nasdaq kommt jetzt auch wieder zurück. Also leichte Erholung hier auf den Tageschart. Und dann gucken wir uns den S&P 500 an. Auch hier 1, 2, 3, 4 rote Kerzen. Da gab es hier mal so einen Dreher. Vielleicht ist hier nochmal Erholung angesagt. Der DAX, auch hier 1, 2, 3, 4. Rote Kerzen, das war's für die Tagescharts und dann gehen wir auch direkt rein in das aktuelle Trading. Wir warten also bei der Vola-Box auf den Kurs und dann lösen wir diesen Trade auf.
diesen Hedge auch aufzulösen. Und 3 Sekunden und los geht's. Los, los. So, wenn er jetzt rausgeht, ja, war ich ein bisschen mein Schloss rausnehmen, aber noch ein bisschen reinkommt. Amigo. Dax steht. Der Dax steht. Steht er bei dir auch? Das kommt gleich. Jetzt geht er runter. Also noch. Wir sind in der Mitte. So, geht der Kurs jetzt oben raus oder geht er unten raus? Ich bin raus. Fokus auf den Hedge-Auflösungs-Trade. In der Mitte. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Wenn der Kurs jetzt rausläuft aus dieser grünen Box, dann aktivieren wir entweder kaufen oder verkaufen. Dann geht es los. Noch sind wir innerhalb der Box. Und wir sind long. Wir sind long. Hedge-Auflösungs-Trade. Wir brauchen jetzt auf angepasst einen Kurs oberhalb des Daily Pivots. Oder wir gehen short. Fast getroffen, nicht ganz perfekt, aber das sieht gut aus. Das heißt, wir sind jetzt im Trade Number 5. Mambo Number 5. Mambo Number 5. Und die Gegenorder liegt bei 39,45. Maurice, du bist kurz vor dem Tech Profit. Mhm. Sind auch beide Orders noch drin? Du bist DAX Short und Dow Jones Short. Dow Jones. Habe ich einen Voler im FTSE, aber immer noch. Und jetzt geht der Markt in Richtung gleich der 6. Runde. Und das ich bin raus. Auf dem Moment, wir gehen auf angepasst. 6. Trade, gestrichelte Linie. Und er braucht noch ein bisschen. Komm. Komm. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und die Volabox. So, noch ein Stückchen tiefer. Es kommt. So, jetzt sind wir im Gewinn. 0,01. Nice. Na komm. 0,02. Big Number kommt, glaube ich. Big Number kommt. Oh la la. Oh la la. So, wir sind im Hedge-Auflösungs-Trade. Ihr habt es gesehen. Wir wären jetzt schon raus, wenn wir jetzt normal. Wir wollen ein bisschen mehr mitnehmen heute. Zumindest unser Tagesziel 0,01. Gucken wir, ob der Markt sich jetzt hier unten in Richtung der Big Number traut. Hedge-Auflösungs-Trade von gestern. So, jetzt 0,02, 0,04. Na komm schon. Zu viele Orders hier drinne, zu viele Orders drinne vom Club.
Wie war das noch? Die Ängstlichen und die Gierigen. Also Kurs geht kurz nochmal nach oben. Ui. Schöne Wohler. Ui. So, wir sind also einmal nochmal in die Verlängerung gegangen. Siebter Trade. Weil ich auf angepasst gedrückt habe, sonst wären wir normalerweise ganz entspannt auch raus im sechsten Trade. Jetzt gehen wir nochmal hier in die Verlängerung. 58. Jetzt schauen wir mal, ob der Markt hier in Richtung der gestrichelten Linie nach oben läuft. Und dann bereiten wir uns auch auf den Ausstieg vor. Wir müssen jetzt die 65 nach oben überwinden. Oder es geht in die Big Number. Oh lala. Power Hour hat mich hier angesteckt. Daily Pivot bei 65. So, es ist 9:10 Uhr und wir greifen noch mal auf die gestrichelte Linie. Daily Pivot jetzt einmal berührt. Er muss drüber. Wir nehmen das Schloss jetzt schon mal raus. Oi. Come on, come on, come on. Push it, push it. Push it. Come on. Die Ängstlichen und die Gierigen. Oh lala, raus. Raus. Das war Hedge-Auflösung. Und wir haben, so sollte es fast sein, ich schau mal, unser Tagesziel erreicht. So, dann verabschiede ich mich bei den YouTubern. Jetzt habt ihr gesehen, das war Volabox in den Gewinn gebracht. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.